Liebe Freunde unserer neuen Orgel, gern hätten wir Sie heute Abend hier in unserer Pfarrkirche zum ersten Benefizkonzert für unsere neue Orgel begrüßt. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten wir das Konzert leider absagen. Hoffentlich können wir es am 28. März 2021 am Palmsonntag nachholen. In den nächsten Monaten wollen wir Ihnen aber unsere neue Orgel und unsere Pfarrkirche in 8 Kurzvideos etwas näher vorstellen. Ein Gemälde, das direkt in Verbindung mit der Orgel und der Orgelmusik steht, ist das Bild der heiligen Cäzilia am Seitenaltar der südlichen Langhauswand. Der unterfränkische Barockmaler Georg Anton Urlaub hat dieses Bild 1755 gemalt. Es zeigt die heilige Cäzilia, wie sie an einem Orgelpositiv sitzt. Die Szene begleiten Engel, die musizieren. Am unteren Bildrand liegen neben den Marterwerkzeugen auch weitere Musikinstrumente und Noten bereit. Der Altar steht in Bezug zur Cäzilienbruderschaft, die in Volkach im Jahr 1625 gegründet wurde. Sie verband die Musikschaffenden Volkachs untereinander. Als Musiker ist zunächst der Türmer zu nennen. Er hatte schon aus beruflichen Gründen Trompete spielen müssen, um so Signale geben zu können. Bis weit in das 20. Jahrhundert hinein konnten die Jugendlichen unserer Stadt bei ihm das Spiel von Instrumenten erlernen. Als Träger der Kirchenmusik kommen vor allem die Schüler der hiesigen Lateinschule in Frage. Sie mussten bei den liturgischen Feiern zusammen mit ihren Lehrern die Kirchenmusik übernehmen. Ab dem 17. Jahrhundert ist dann eine Orgel hier in der Pfarrkirche nachweisbar, die immer wieder ersetzt und ausgetauscht worden ist. So hat der Würzburger Hoforgelbauer Johann Philipp Seufert im Jahr 1755 eine neue Orgel für diese Pfarrkirche gebaut. Es ist das gleiche Jahr, in dem das Gemälde der heiligen Cäzilia entstanden ist. 1949 wurde dann eine neue Orgel von der Firma Kleis aus Bonn hier aufgestellt. Am 20. Dezember 2020 weihte schließlich Weihbischof Ulrich Bohm unsere neue Orgel, die von der Orgelmanufaktur Fleugels aus Hartheim gefertigt worden ist. Das Bild der heiligen Cäzilia zeigt den hohen Stellenwert der Musiktradition hier in unserer Pfarrkirche und in unserer Stadt Volkach an. Vor allem die erfolgreiche Musikschul-, Chor- und Orchesterarbeit bereichern das kulturelle Leben unserer Stadt. Mit unserer neuen Orgel wollen wir mit einem neuen Schwung uns auch gerne an diesem Musikleben beteiligen. Ihnen einen gesegneten zweiten Fastensonntag.